als auch mit Karl Ort, dass an die soeben geschlossene Fabrik angrenzende Schlafsilo, eine Trabantenstadt, die nach der Fabrikschließung im Begriff ist, abgerissen zu werden. 1. Das Mädchen Karl Hanno. Hätten wir was geahnt, dass wir die letzten gemeinsamen Tage, dass bald alles anders, wir ihn für immer verlieren würden, diesen Ort. Wir haben nichts geahnt, bis zuletzt. Das Mädchen. Zu Hause wurde Vater stiller. Auch Karl hat was gesagt, dass sein Vater unruhig. Mädchen Karl Hanno. Aber die Jahre in unserem Rücken sind alle gleich gewesen. Monotone Jahre, in krummen, aber geregelten Bahnen. 5.30 Uhr fährt der Zug, den unsere Väter nehmen. Wir treffen uns am Bahnhof. Wir begleiten die Väter zum Zug. Den Tag verbringen wir auf der Straße. Große Blocks in grauen Bezahlen, auf Häusern in immer gleichen Straßen. Am Mittag kommen Kinder aus Schulen, die Kleinen zwischen Häusertüren und Fenster absuchen nach ihrem Zuhause. Bis der Zug die geliebten Väter zurück, die am Abend in großen Gruppen auf Ziffern zu steuern, die Nacht bis zum nächsten Morgen. Bis der Zug erneut und alles von vorn. Besprochen, dass wir bald gemeinsam raus aus dem Silo, die Stadt, dass wir unser Leben außerhalb von Beton und Fabriken. Dann, eines Morgens, die Fabrik geschlossen, fährt der Zug nicht mehr. Das Mädchen, mein Vater tobt. Ich verlasse die Wohnung. Mädchen Karl haben irgendwo einen Schuss. Mädchen, als ich später bei Karl klingel, öffnet niemand. Auf dem Weg flutet das Blut durch meine Adern. Ich beginne zu laufen. Als ich später bei Karl klingel, öffnet niemand. 2. Karl. Auf dem Weg in den Wald beginne ich zu laufen. Der Staub fliegt in die Augen, aber es hilft das Laufen gegen das Bild. Das Bild, das mir der Kubrick überbracht, das ich nie gesehen, das seitdem aber in meinem Kopf schlägt sich wie ein Dunst auf alles. Graue Wände bemalen sich mit leeren Augen, aufgerissenen Kehlen.